Sie können sich freuen auf Max Otte. Ich sage das, weil ich ihn vom NDR kenne und weil ich weiß, dass er nicht nur sehr kompetent ist und ein sehr guter Wirtschaftswissenschaft-Professor, sondern ich sage das auch, weil er sich was traut. Ich habe das bei einer Podiumsdiskussion beim NDR erlebt, dass er sich sehr kritisch geäußert hat über den Wirtschaftsjournalismus. Und habe wahrgenommen, dass es auch bei der Intendanz angekommen ist. Und er ist ja auch sehr häufig in den Medien zu sehen, eben weil er sich so ausdrückt, wie die Fernsehjournalisten es brauchen. Eben so, dass die Laien und wir alle das verstehen können und so, dass es an der Basis auch ankommt. Max Otte ist nicht nur Professor für Betriebswirtschaftslehre in Erfurt und in Graz, sondern er hat auch ein Institut für Vermögensentwicklung und ist Fondsmanager und spricht heute zu dem Thema Finanzmarktregulierung und Finanzoligarchie. Er hat viele Bücher geschrieben, unter anderem ein sehr kurzes, klares Buch, das heißt Stoppt das Euro-Desaster, und im letzten Jahr einer der besten Filme, die in der ARD gelaufen sind, ist der Film Die Welt auf Pump. Auch dort war er an prominenter Stelle mit sehr interessanten Äußerungen zu hören. Ich freue mich auf seinen Vortrag und würde Sie herzlich bitten, jetzt anzufangen. Danke. Ja, ich bin Max Otte, freue mich, dass Katrin Ratsch hier ist und dass Sie alle hier sind, und möchte in der Tat heute mit Ihnen über Finanzmarkt, Finanzmarktoligarchie, Finanzmarktregulierung sprechen. Zu dem Lob des ARD-Films, ich fand den auch klasse. Ich hatte damit aber natürlich mit dem Skript und so nichts zu tun, sondern bin nur gefragt worden, ob ich die Sachen kommentiere. Es ging ja eine Welt auf Pump, war ein toller Film, muss ich sagen. Also, der Herr Achtnich ist auch einer der wirklich der herausragenden Dokumentarfilmer. Der hat vor ein paar Monaten eine Sendung gemacht über Sklaven und Kinder und sonstige Arbeit im Minensektor in Afrika, in Südamerika, in so Randminen und so. Und jetzt machen wir auch, kann ich schon ankündigen, das Sequel zu Eine Welt auf Pump. Jetzt geht es um die Vernetzung von Machtstrukturen innerhalb der Finanzbranche, und da wird dann in diesem Herbst sozusagen der zweite Teil kommen. Ja, ich habe diverse Themen auf meiner Liste, genug Zeit auch mitgebracht für die Diskussion, das ist ja auch wichtig, denke ich. Ich möchte nochmal über das Thema Schulden zur Einführung sprechen. Dann, was ist denn der Finanzmarkt? Was für Akteure gibt es dort? Der Finanzmarkt, der Markt. Der moderne Fetisch, den wir so vor uns hertragen. Also einen etwas genaueren Blick auf den Finanzmarkt werfen und daraus folgend dann einen Blick auf, was ist denn die Finanzoligarchie? Wer ist das? Wie läuft das? Ist das Verschwörungstheorie oder sinnvolle und seriöse Sozialwissenschaft? Ein Fallbeispiel zur Eurokrise, so meine Meinung zu dem Thema. Dann, fünftens, einige Bemerkungen zum Geldsystem. Das haben Sie natürlich hier von anderen viel tiefer. Und ich unterscheide mich da von wahrscheinlich den meisten hier, dass ich das Zinssystem als solches zunächst einmal nicht kritisiere. Aber wir müssen trotzdem natürlich etliches am System machen. Und ich möchte beenden mit persönlichen Reflexionen über meine Rolle. Ich verdiene mein Geld nun auch mal am Finanzmarkt, und wie ich dazu mich selber moralisch, ethisch positioniere, was da mein Standpunkt ist. Wenn Sie sich umschauen in der Runde, dann sehen wir, wenn wir dann nach draußen schauen, in die Medien, wie der Diskurs läuft, nach der Finanzkrise, die jetzt immerhin schon im fünften Jahr ist, dass jetzt müssen wir noch springen, die dunkle Seite sehr stark geworden ist. Wirklich
stark, die dunkle Seite der Macht dringt vor, sie nimmt überhand, ob das in den Medien ist oder in der Politik oder natürlich in der Wirtschaft selber, in der Regulierung. Also es sieht nicht gut aus da draußen. Es gibt nur so einige, schauen Sie sich jetzt nochmal um, es sind nicht viele, die ihre Lichtschwerter zücken und irgendwo versuchen, gegen diese starke, dunkle Macht anzugehen. Es sind nicht viele, man muss es wirklich sagen. 5% des Bundestages, ein paar in der Finanzbranche, Bürgerinnen und Bürger. Aber was sind Bürgerinnen und Bürger, wenn die Institutionen nicht den Bürgerwillen reflektieren? Was immer mehr, ob es die Medien sind, ob es der Bundestag ist. Also nehmen Sie die Euro-Rettung, 60-70% der Deutschen dagegen, 90% des Bundestages, 95 winken es in 10 Minuten durch. Was passiert da eigentlich? Da gibt es eine Kluft und die ist sehr groß geworden. Und mittlerweile kommen wir in eine Situation, wo selbst Leitmedien über Inflation schreiben, über schleichende Enteignung der Deutschen. Und gleichzeitig haben wir so viel Super- und Mega-Vermögen wie schon lange nicht mehr, wie vielleicht zum letzten Mal vor 100 Jahren. Diese Geschichten laufen auch zyklisch. Also wir hatten schon mal eine so extreme Ungleichverteilung im Vermögen. Das ist nicht neu, auch wenn die Globalisierung nicht neu ist. Vor 100 Jahren, vor 80 Jahren war das ähnlich. Und dann haben wir das System umgebaut. Und das haben wir alles seit 1979, 77, 76, 77, 78, 79 schrittweise wieder zurückgebaut. Ja, wenn man das im größeren historischen Kontext sieht. Und als ich mein Buch schrieb, 2006, der Crash kommt, da war ich noch der Panikmacher. Und jetzt steht es auch schon vorne auf dem Spiegel drauf. Übrigens haben die Medien, Frau Latsch, die Medien waren nicht alle, haben nicht alle versagt. Ich sage das immer wieder. Der Spiegel hat 2006 oder 2005 eine Titelgeschichte gehabt, und zwar sehr ausführlich, eine Welt voller Blasen. Eine Inspiration für mein Buch kam von Fortune, die auch eine Titelgeschichte hatten. 2004 ist the housing boom over. Und sehr ausführlich, dass also die Journalisten, Qualitätsmedien, Print vor allem, aber auch andere Bereiche, denen würde ich nicht die Verantwortung zuschieben. Der Laden läuft falsch im Moment, das ist richtig. Die Meinungen, die wir bekommen, sind tendenziös und sind vorprogrammiert. Aber letztlich, wie soll ein Journalist mit diesen Zusammenhängen wirklich klarkommen, wenn unsere eigene Branche, nämlich die Ökonomen, die Wissenschaftler, in Summe so arg daneben liegen? Und ich selber lehre Betriebswirtschaft, werde auch von Kollegen im Bereich BWL oder politischen Wissenschaften ganz gerne mal eingeladen oder Wirtschaftsgeschichte. Die Kollegen im Bereich VWL tun sich schwer. Ja, da habe ich wenig Kontakte, das hängt nicht an mir, aber es ist einfach so. Ich erzähle die Geschichte, ein junger Professor, W3, der seit 10 Jahren Praktikant bei mir war, hat jetzt seine erste Stelle an der großen Uni bekommen. Hat da kommen Sie doch mal, Max, dann machen wir mal was, entweder eine Einführungsvorlesung oder eine Kollegenveranstaltung und so weiter. Habe ich gesagt, überlegen Sie sich mal, Sie sind neu an Ihrer Uni, wen Sie einladen. Dann habe ich auch nichts mehr von ihm gehört, trotz unserer Freundschaft. Also ich nehme ihm das auch nicht übel. Ich nehme ihm das, ist ein prima Kerl, ich nehme ihm das nicht übel, aber er ist da neu, er muss sich auch erstmal da mit den Kollegen etablieren und so weiter. Aber da haben wir das Problem. Wir haben in der Volkswirtschaft eine doktrinäre Kaste von Scholastikern entwickelt und es ist die quasi Priesterkaste der Neuzeit. Und Priesterkasten, also es gab immer mal auch Zeiten, da waren die Priester revolutionär, aber das waren eher die Ausnahmezeiten. Normalerweise sind Priesterkasten dazu da, bestehende Zustände zu legitimieren. Und das haben sie natürlich, nicht nur Friedman, eigentlich alle Makroökonomen. Und dann rechnen sie Partialmodelle rauf und runter, also könnte das beweisen, das, aber das Ganze findet auf einer solchen Einzelfallebene so tief unten statt,
dass sie natürlich die Systemfrage nie stellen. Und dann haben sie eine schöne Diskussion, alle sind beschäftigt, aber wir kommen nicht zum Kern der Sache. So, jetzt haben wir so viele Ökonomen, jetzt müssen sie auch was tun. Und dann sind sie auch gut darin, neue Begriffe zu erfinden. Ja, jetzt heißt es also nicht mehr schleichende Enteignung, sondern na, wenn wir schon so viele Ökonomen haben, müssen sie auch was machen. Jetzt heißt es Financial Repression. Klingt auch besser. Ja, Finanzrepression. Ja, also tatsächliche Inflationsrate vielleicht bei 4-5%, die offizielle bei 2,1. Das ist schon mal das Erste. Es gibt ja auch Institute mittlerweile, die die gefühlte Inflationsrate, also die Inflationsrate, die für einen durchschnittlichen Sparer eigentlich relevant ist, messen und nicht das, was die offizielle Statistik misst. Die ist schon mal höher und dann kriegen sie weniger Guthabenzinsen und dann haben sie eine Wertvernichtung von 3% pro Jahr. Das ist letztlich die Repression, die die Sparerinnen und Sparer trifft. Diejenigen, die nicht gespart haben, haben ganz andere Probleme noch, Abbau des Sozialstaates und so weiter und so fort. Aber Sparen als solches ist ja nichts Schlechtes. Ich weiß, dass hier andere Dinge gehören. Konsumverzicht ist für jemanden, der in der Mittelklasse ist, okay. Aber das werden immer weniger in der Mittelklasse. Also wir müssen das klassenspezifisch sehen. Ich bin da ganz marxistisch in gewisser Weise, dass ich sage, es gibt sowas wie Klassen. Die Oberschicht, die spart, verzichtet sie ja nicht aufs Konsum. Die macht mit Geld mehr Geld. Und diese Schicht wächst. Das ist ein Riesenproblem. Und diese Schicht dominiert den Dialog. Die Mittelschicht, diejenigen in Deutschland, Deutschland ist der drittgrößte Produzent von Sparkapital auf der Welt. Wir haben hier keine Kapitalknappheit. Das Kapital fließt dann in amerikanische Subprimes, in Filmfonds, in Schiffe, Schiffsbeteiligung und so weiter. Ja, das kann man natürlich hinterfragen, aber es wird in Deutschland kräftig gespart. Und prinzipiell ist das nicht schlecht, wenn diese Ressourcen dann an die richtigen Stellen gehen. Aber diese Repression trifft das, was von der deutschen Mittelschicht übrig ist. Meine Tante, sicherlich nicht Mittelschicht, sondern Arbeiter, Gattin, 90 Jahre geworden gestern, der soll ich also helfen bei ihren Anlagen. Ja, war sehr sparsam, ist was übrig geblieben. Ja, da können wir uns überlegen, machen wir das Festgeld über 2 Jahre für 1% oder das Festgeld über 1 Jahr für 0,7% oder so. Das ist, in dem Rahmen kann ich dann beraten. Das bringt natürlich nichts. So, und dann gibt es natürlich diejenigen, die eh schon nicht mehr genug haben aufgrund des Abbaus des Sozialstaates und was alles passiert ist und Jobverlust. Die sind sowieso schon auf der Verliererseite. Aber jetzt kommt auch noch die normale, das was von dem Bürgertum übrig geblieben ist, geht auch auf die Verliererseite. Und auf der anderen Seite ist auch klar, dass die Bereitschaft zur Vorsorge sinkt. Ich habe kein Problem mit einer kapitalgedeckten Altersvorsorge. Ja, man muss es auch ein bisschen differenzierter sehen. Nur das, was jetzt läuft, über Riester und Ähnliches, ist natürlich ein reines Subventionsprogramm für die Branche. Da werden am Anfang gleich 10-15% an Kosten abgezogen. Sie müssen 5-6 Jahre ordentliche Renditen erwirtschaften, damit die Startkosten erstmal weg sind. Die Riester-Produkte sind zum Teil mit Derivaten vollgestopft und so weiter und so fort. Also ein kapitalgedeckter staatlicher Sparplan, so wie Norwegen übrigens hat und einige andere Länder, würde ein Dreißigstel der jährlichen Gebühren kosten, die Riester kostet. Der Rest ist Subvention für die Finanzbranche. Also Kapitaldeckung, ja, Umlageverfahren bei einer schrumpfenden Bevölkerung ist schon problematisch, das ist richtig. Aber Sie sehen auch hier, im Detail werden die Sachen so gedreht, dass das Geld wieder dahin fließt, wo man sowieso schon hat. Nämlich in die Taschen der Finanzakteure und so weiter. Der Finanzsektor hat auch das erstaunliche Kunststück geschafft, von einer Staatsschuldenkrise zu sprechen. Und
die Staatsschuldenkrise in dieser Form, die ist eigentlich die direkte Konsequenz der Exzesse des Finanzsektors. Wenn nicht 2007, 2008 die Staaten eingesprungen wären, Banken gestützt hätten, Konjunkturprogramme, dazu auch Mindereinnahmen aufgrund des Wirtschaftseinbruchs, ist ja alles passiert. Wenn wir da nicht eingesprungen wären, wäre das System zusammengebrochen. Also können die großen Finanzmarktakteure, konnten und können immer noch die Staaten erpressen. Und nun haben die Staaten die Schulden und die Risiken sind zum Teil aus dem Finanzsektor rausverlagert auf den Staat, nachdem der Finanzsektor vorher Riesengewinne eingefahren hat. Das heißt, einige wenige haben die Gewinne gemacht und jetzt tragen Sie und ich die Risiken. Das Spiel spielt, passiert. Und jetzt sehen Sie auch da oben die blaue Linie, die ist aus dem Manager-Magazin, ist schon 6 Jahre alt. Die hat es genau vorhergesehen, also damals schon von der Vorhersage. Private Schulden stagnieren irgendwo und ab 07 explodieren die Staatsschulden. Und genauso ist es eingetreten. Oder auf dieser Seite, das ist aus der Untersuchung von Reinhardt und Rogoff, haben wir hier auch genau diese Explosion, ne, nach 2007. Und Reinhardt und Rogoff haben das für 4 Jahrhunderte untersucht, haben gesehen, auch Finanzkrisen gab es schon öfter. Und meistens, so 2, 3 Jahre später, nach einer Finanzkrise, explodieren die Staatsschulden. Und Staatsschulden sind Ihre und meine Zahlungsverpflichtungen, Zahlungsverpflichtungen unserer Kinder und so weiter und so fort. Tja, das Spiel wird gespielt. Und das hat natürlich auch was mit der Euro-Krise zu tun, die dann quasi nahtlos sich an die sogenannte Finanzkrise anschloss. Aber bevor ich da hineingehe, lasst uns über die Akteure in der Finanzwelt sprechen. In der Finanzwirtschaft, nicht in der Realwirtschaft. Was Realwirtschaft, was Unternehmen machen, kann man sich alles noch so ungefähr vorstellen, wo die mittlerweile auch viel weniger machen, als man denkt, vieles wird ja in China gemacht oder sonst wo. Aber immerhin, also Produktionsunternehmen können wir uns vorstellen. In der Finanzwirtschaft ist es eben nicht die Finanzbranche. Es ist nicht das Finanzsystem, es ist das Finanzsystem, aber es sind verschiedene Akteure. Nehmen Sie die Banken. Wir brauchen Banken. Wir müssen auf irgendeine Weise Kapital von A nach B bekommen, sonst sind wir in der Subsistenzwirtschaft. Also wir brauchen da schon Pools und Sammelstellen und Verteilungsstellen, wie auch immer die organisiert sein mögen. So, die Banken nehmen Spareinlagen an, verzinsen das und geben daraus Kredite. Das verstehen wir unter einer klassischen Geschäftsbank. Und die haben drei Funktionen, laut Lehrbüchern. Losgrößentransformation, viele kleine Sparer legen zusammen, damit es einen Mittelstandskredit geben kann, das ist das eine. Fristentransformation, wenn viele kleine Sparer ihre Einlagen hingeben aufs Girokonto, zieht immer nur einer ab oder wenige, das heißt, das Geld ist in Summe langfristig da, dann kann man längerfristige Kredite geben. Und drittens Risikotransformation, das heißt, die Bank schätzt die Risiken ein und bewertet das dann und handelt dementsprechend. So, das ist, was eine Bank macht. Eigentlich sehr einleuchtend. So hat unser System auch 150 Jahre lang gut funktioniert. Oder ein bisschen länger, fast 200. Sagen wir ab 1820 zunehmend bis 1990. Schon eine gewisse Zeit. 363 Banking. Der ein oder andere von Ihnen kennt das schon wahrscheinlich. Wer kennt es? Das wäre ganz, also 363 Banking ist so eine Lösung fürs Bankwesen. 3% Guthabenzinsen geben, 6% Kreditzinsen nehmen und um 3 auf dem Golfplatz. Ja, Bankwesen war früher langweilig, also zumindest große Teile davon, bei Sparkassen, bei Volksbanken, aber sehr respektabel. Da ist auch was dran. Das soll ja nicht aufregend sein. Also überlegen Sie, geben einen Kredit und der Kredit muss irgendwann zurückgezahlt werden, da müssen Sie schon
sehr genau prüfen. Und dann müssen Sie, muss die Reputation stimmen desjenigen, der den Kredit annimmt und der es vergibt, der geht schon ganz schön ins Risiko. Viel Geld können Sie damit nicht verdienen. Die Margen sind nicht so hoch. Also das Wichtigste ist erstmal, dass Sie das, was Sie verliehen haben, zurückbekommen irgendwann. Das ist mal das Wichtigste. Haftung und so weiter. Als man Lloyd Blankfein, den Chef von Goldman Sachs, 2008 fragte, 2008 war es ja so, dass Goldman auch eine Banklizenz erwerben musste, damit sie endlich der Bankaufsicht unterstellt wurden. Waren sie ja vorher gar nicht. Sie waren nur der Börsenaufsicht unterstellt. Nun hatte also Goldman Sachs die Banklizenz, damit man auch an die schönen öffentlichen Mittel rankam. Wurde Lloyd Blankfein gefragt, ob er denn jetzt ja der Banklizenz, aber auch ins Kreditgeschäft einsteigen würde. Er sagt, too risky. Too risky. In anderen Worten, das schnelle Geld gibt es da nicht. Das ist Investmentbanken, da komme ich später zu. So, wir hatten in Kontinentaleuropa ein primär bankorientiertes Wirtschaftssystem. Bank- und kreditorientiert. Wie in Japan übrigens auch. Anders als in England und USA. Wir leben auch heute im Systemkonflikt. Ich darf das ruhig so sagen, der Verlauf des 20. Jahrhunderts spiegelt sich auch in dem, was wir jetzt in der Wirtschaft haben. Das ist so. Und irgendwas war auch gut an deutschen Modellen. Und jetzt kommen wir zu den Investmentgesellschaften. Investmentgesellschaften sind Gesellschaften, die in der Tat mit Geld Geld verdienen. So, die was irgendwas langfristig anlegen für ihre Kunden und versuchen das zu vermehren, zu sichern oder sonst was. Da gibt es natürlich auch Riesenunterschiede, Hedgefonds, Schattenbanken, seriös anlegende, ökologisch anlegende, irgendwas da in der Mitte. Das werden die Investmentgesellschaften. Und drittens gibt es die Investmentbanken. Investmentbanken sind weder Banken, noch investieren sie. Sie sind keine Banken, weil sie keine Einlagen annehmen, keine Kredite vergeben oder nur ganz selten Überbrückungskredite, wenn sie mal einen Deal machen. Sie machen also kein Kreditgeschäft. Sie investieren auch nicht, weil sie keine Kundengelder annehmen und langfristig anlegen. Was sie machen ist, dass sie Deals machen, also Makler, Börsenplatzierungen, da übernehmen sie mal die Garantie für die Platzierung, aber dann ist das Ding wieder aus den Büchern. Sie machen Bondemissionen, sie konstruieren komplexe Finanzprodukte, aber das ganze Zeug wird dann gleich wieder weiter platziert und weiterverkauft. Und dann wird das nächste Rad gedreht. Sind also letztlich Ingenieure, Finanzingenieure, Trickser und Makler. Es ist nicht so, dass wir die Investmentbanken gar nicht bräuchten. Das sind Funktionen, die wir brauchen. Das Problem an unserem System, da bin ich dann auch direkt bei der Finanzoligarchie, ist, dass dieser kleine Sektor der Investmentbanken stilbildend ist für den ganzen Finanzsektor, dass dieser kleine Sektor quasi die Zügel in der Hand hält, dass dieser kleine Sektor die Richtung bestimmt. Das ist das Problem. Und die ganze Regulierung, die wir jetzt haben, die läuft darauf hinaus und auch nach der Finanzkrise, das Geschäft der normalen Banken weiter zu erschweren und das Geschäft der Investmentbanken, also das spekulative Geschäft, möglichst weiter brummen zu lassen. Und ich habe noch nicht, ich habe gesehen, Herr Giegold ist auch hier mal, ich war mal mit ihm auf dem Podium. Also was er da so bringt, überzeugt mich nicht so recht. Er ist natürlich mittlerweile auch sehr gut vernetzt in Brüssel und dann fängt man vielleicht an, anders zu denken und so weiter. Also da müssen andere Lösungen ran. Diese Investmentbanken hatten wir in diesem Sinne in Deutschland nicht. Natürlich hatten wir auch ein paar mächtige Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, also die großen internationalen Universalbanken. Das waren aber letztlich, so mächtig sie waren zwar ein Geflecht einer Deutschland AG, hatten wir in der Breite die Sparkassen, die genossenschaftlichen Institute, die Volksbanken, die Raiffeisenbanken, die für das Gros des deutschen Mittelstandsgeschäfts für 90% der Finanzierungssachen, das lief über diese Schiene früher. Das war in England, in den USA schon immer anders. Da gab es schon immer die Börsen als spekulative Instrumente, Platzierung. Da war es auch mit der Insolvenz was anderes. Da war man halt insolvent, da fing man das Nächste an. Also da ging es eher so, probieren wir es mal und wenn es in die Hose geht, machen wir das Nächste. Hat auch Vorteile. Ist aber natürlich etwas unsolider. Dafür vielleicht dynamischer. Und die Investmentbanken haben über ihre zentrale Stellung letztlich
die Politik gekapert. Sage nicht ich, sondern sagt Simon Johnson, ehemaliger Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds. Und wir haben so etwas wie eine Finanzoligarchie, die Herrschaft weniger mächtiger Kreise, die sich letztlich nicht immer, aber immer öfter und überwiegend die Regeln so schreiben, wie sie es brauchen. Beispiel. Heutzutage muss jede Volksbank, jede Raiffeisenbank extrem viel Regularien erfüllen, wenn sie einen Kredit vergibt. Oder ich muss, wenn ich mit Privatkunden berate, das sind nur meistens Mittelständler, die auch mal überlegen, was sie mit dem Ersparten machen, muss dieselben Regularien, das sind sehr viele, erfüllen wie eine große Investmentbank. Wenn sie das so machen, wenn sie also alle Akteure gleich behandeln, ist es natürlich eine extreme Benachteiligung der Kleinen, der Mittelstandsorientierten und eine Bevorteilung der Großen, die denselben Kredit, also wenn sie den Arbeitsaufwand von, was weiß ich, 100 Stunden für eine bestimmte Sache haben, das ist natürlich anders, wenn sie jetzt 5 Millionen Kredit vergeben, als wenn sie 100 Millionen vergeben. Für 100 Millionen machen sie den Aufwand, für 5 nicht. Also die ganze Regulierung des Finanzmarktes, auch nach der Finanzkrise, drängt alles weiter weg von bürgerlichen, mittelständischen Strukturen in Großstrukturen hinein. Immer noch. Hat sich nichts geändert. Und unser Banksystem war eigentlich vorbildlich. Die Sparkassen, aber natürlich besonders die Genossenschaftsbanken. Ich habe gesehen, Herr Neukirch kommt auch, grüße ihn schön von mir. Ist auch toll, was er macht mit seiner GLS. Aber im Prinzip war der ganze genossenschaftliche Sektor gemeinwirtschaftlich orientiert. Also man kann sich das auch ein bisschen natürlich als Werbebotschaft auf die Fahnen schreiben, aber erstmal geht es darum, den Sektor als solches insgesamt ordentlich zu konstruieren, was wir früher hatten. Eine Genossenschaft nehmen, der einzelne Genosse, die Genossin zahlt einen bestimmten Anteil, darf aber nicht mehr als 1, 2 oder 10% was auch immer die Satzung an der entsprechenden Institution haben. Das kann auch nicht an der Börse gehandelt werden, es wird nicht damit spekuliert, man muss es dann an den anderen Käufer weitergeben. Man stimmt mit in der Vertreterversammlung über die Geschicke seiner Bank. Also das hat den amerikanischen Verfassungsrichter Louis Brandeis im Jahr 1912 dazu bewegt, von genossenschaftlichen Banken als Banken von Menschen für Menschen zu sprechen. Eine sehr spezifisch mitteleuropäisch, deutsch, österreichisch, schweizerische Idee, die trotz des abgelaufenen Jahres des Genossenschafts, der Genossenschaften immer weiter in den Hintergrund gedrängt wird. Ich habe gerade ein neues Büchlein rausgegeben, letzte Woche rausgekommen von Max Wirth. Max Wirth ist der Sohn des Mitinitiators des Hambacher Festes, Johann August Wirth. Geburtsstunde der deutschen Demokratie, könnte man sagen. Und Max Wirth war der erste in Deutschland, der sich mit Wirtschaftskrisen befasst hat. Er hat ein Büchlein geschrieben, 1865, die Hebung der arbeitenden Klassen durch Kreditgenossenschaften und Volksbanken. Und da habe ich das kommentiert und habe was dazu gehört. Also ist jetzt auf dem Markt. Spannend ist, wie wenig sich geändert hat in diesen 150 Jahren. Er fängt an, die gegenwärtige Geschäftskrise, die aus Amerika zu uns herüberschwappt, führt zu einer Verknappung von Kredit für und hat viele Bauern und Handwerker ins Elend gestürzt. Einleitung. 160 Jahre her. So. Zwischendurch hatten wir gelernt, wir haben ein paar Dinge besser und anders gemacht, aber wir kommen wieder dahin zurück. So, Genossenschaftsbanken, ideal. Denn das andere ist, dass sie mit dem Regionalprinzip Kredite aus der Region nehmen und in die Region vergeben. Sie haben genug Eigenkapital. Das ist für mich eine wichtige Sache zur Regulierung eines Finanzsystems, Eigenkapital. Die Sparkassen, genossenschaftlichen, haben um die 10%. Manche 8, manche 12. Klingt jetzt erstmal wenig. Aber wenn Sie 10% haben, also das Geld, was die Eigner einzahlen, was dauerhaft in der Bank ist, um eventuelle Verluste abzudecken, der Puffer, den man auch nicht rausnehmen kann. 8 oder 10% klingt gar nicht so doll. Würde aber die Finanzbranche amok laufen, wenn man das fordern würde für die ganze Branche. Die Deutsche Bank hat 1,8%.
als wenn sie sich einmal theoretisch um 2% verzocken würde, ihrer Bilanzsumme, wäre sie pleite. Muss sich aber keine Sorgen machen, denn dafür gibt es sie und mich. Wir zahlen das. Kann man das Spiel weiterdrehen. So, und dann wird über Basel III, über Eigenkapital regeln. Diese Basel-Regeln sind auch ein interessantes Einfallstor für die Finanzoligarchie oder vor allem für die Investmentbanken, weil sie definierbar sind. Kernkapital klingt wunderbar. Aber Basel III, die Eigenkapitalregeln von Basel III, 8% Kernkapital, da weiß keine Sau, was das ist. Doch, also ein paar Wirtschaftsprüfer können das ausrechnen, aber es ist ein völlig erstmal intransparenter Begriff. Wir stellen uns dann vor, dass die wirklich 8% Kapital haben. Nein, Deutsche Bank hat auch 10% Kernkapital, hat 2% Eigenkapital, weil sie zum Beispiel Staatsanleihen hinterlegen müssen und alle möglichen anderen Dinge. So wird das System wirklich zerfressen und unterlaufen und hintergangen. Regionalprinzip, ausreichendes Eigenkapital, die Genossen sind Mitglieder, die Dinge sind nicht so handelbar. Sie haben nach dem HGB bilanziert, nach dem Handelsgesetzbuch, also sehr konservativ. Das also auf Krisen war mal konservativ bilanziert. Tauchen die faulen Eier, wenn man nach Gesetz vorgeht, früher auf. Ich habe vor 10 Jahren auch für die internationalen Accounting Rules gestimmt, aber mittlerweile sehe ich das anders. Die sind sehr flexibel, sehr dehnbar. Die Finanzoligarchie, auch das nicht mein Begriff, sondern auch das der Begriff von Louis Brandeis. Louis Brandeis war Berater von Woodrow Wilson und dann 20 Jahre lang Verfassungsrichter in Amerika. Zum Finanzminister wollte man ihn nicht machen, da war er doch ein bisschen kritisch. Hat auch in seiner zweiten oder 40 oder so, als er vermögend war, nur noch als Richter, bevor er im Verfassungsgericht war oder als Anwalt nur noch Fälle bearbeitet, wenn er kein Honorar dafür bekam, also Fälle im öffentlichen Interesse. Gut, wenn man. Aber das war schon ein bemerkenswerter Mann. Der schrieb im Jahr 1912 sein Büchlein Das Geld der anderen und wie Banker uns ausnehmen. Und darauf spricht er von einer kleinen Schar von Männern, damals waren es Männer, heute meistens auch noch, die Geschicke des Landes lenken und die, selbst wenn sie dem Allgemeinwohl verpflichtet sind, doch natürlich irgendwie auf die Unternehmen, an denen sie selber beteiligt sind, wahrscheinlich etwas anders schauen werden. Sprach davon, dass Investmentbanken die universellen Steuereintreiber unserer Zeit sind, in eigener Sache. Können Sie verstehen, warum die ganzen Emissionen von Staatsanleihen, also eigentlich todsichere Papiere, über ca. 15 Investmentbanken laufen? Das könnte die Bundesschuldenagentur selber machen. Schreibt das aus, aber das andere Stefan Auxinator dahin, da gehört nicht viel Grips dazu. Aber das ist einfach eine Zwischenstation eingeschaltet, da verdient man dran. Und dann gibt es schon so etwas wie internationales Finanzkapital. Rudolf Hilferding, 1910. Wenn Sie überlegen, was regionalgebundenes Kapital ist, Sparkassen, Volksbanken, Sparer, mittelständische Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die sind an die Region gebunden. Und auf der anderen Seite stehen halt die mobilen Akteure, Großkonzerne, Konzernmanager, Politiker, die wollen auch mal nach Brüssel. Ja, das sind so dieses Spielfeld, zwischen dem sich das Ganze dann aufteilt. So, die Oligarchie hat es wirklich geschafft, seit Ende der 70er Jahre all das, was wir seit 1929 aufgebaut hatten in den USA oder vorher in Deutschland schon hatten, Stück für Stück zu zerstören und umzudrehen und quasi zu eigenen Nutzen zu verwenden. Wir sehen nirgends, dass die Vermögensungleichverteilung zurückgeht. Wir sehen nicht, dass die Krise zurückgeht. Wir sehen die wirklichen Probleme nicht gelöst. Wir sehen die Politik in den Händen dieser Gruppe. Und warum soll das heute nicht so sein? Ich meine, der Mensch ändert sich nicht. Der Mensch ist der Mensch. Er hat gute und schlechte Seiten und kommt immer auf die Umstände an, die historischen, was da rauskommt. Und Oligarchien hatten wir schon immer mal. Venedig war sowas. Also Handelsstaaten, England, das englische Empire war sowas.
die haben letztlich die Welt auch über private Handelskompanien ausgebeutet. East India Company, Hudson Bay Company, das waren ja keine staatlichen Unternehmen, sondern das war, da haben die großen Privatkonzerne oder Vermögen quasi die Initiative gesetzt und wurden dann vom Staat auch noch unterstützt. Und sowas passiert jetzt wieder, nur geht es jetzt um die Finanzmärkte. Und es ist letztlich keine Verschwörung in dem Sinne, dass ein Masterplan dahinter steht oder dass es wirklich 20 Leute oder Institutionen sind, die sich einmal im Jahr bei den Bilderbergern treffen. Gut, dann tauscht man sich auch, bin aus früheren Zeiten auch noch Mitglied, darf ich ja sagen, der Atlantikbrücke, die wird ja auch manchmal da mit hineingepackt. Ich war in den letzten 15 Jahren zweimal da, ab und zu muss man gucken, was so passiert. Das sind ja eher so Foren, wo man Kontakte knüpft und wo man mal schaut, was macht der denn. Also es wird selten so sein, dass sich da 5 oder 10 zusammentun und den Masterplan machen. Aber man kann ja bestimmte Themen lancieren. So wie vor 3 oder 4 Jahren auf einmal ein paar Hedgefonds in New York auf die Idee kamen, ach, Europa geht es doch eigentlich, da könnte man doch mal ein bisschen drin rumstochern. So, und dann ist das tatsächlich aufgenommen worden, die Medien haben es angenommen und auf einmal hatten wir eine Euro-Krise. Schon erstaunlich, denn Europa geht es besser als Amerika. Europa geht es, auch Kontinentaleuropa geht es besser als England. Italien ist mindestens auf dem Niveau von England ökonomisch. Aber wir haben eine Euro-Krise, komme ich gleich noch zu. Also es geht eher so um das Lancieren von Themen, dass man versucht, eine gewisse Richtung reinzubekommen und dann davon zu profitieren. Gucken wir uns das Fallbeispiel Eurokrise an. Griechenland ist pleite. Also scheitert Griechenland, scheitert der Euro, scheitert Europa. Das wollte ich mal gesagt haben. Griechenland ist brutal gescheitert. 30% Arbeitslosigkeit, 50% Jugendarbeitslosigkeit, Verarmung der breiten Bevölkerung. Ja, wie will ich denn dann von einem Verhindern des Scheiterns Griechenlands sprechen? Wie hirnrissig kann es denn sein? Was Frau Merkel meint, ist, versäumt es Griechenland weiter brav seine Schulden zu bedienen. Das ist ein Scheitern. Das ist ja kein Scheitern. Staatsbankrotte hat es in der Welt immer mal gegeben. Im Übrigen war Griechenland 1/3 der letzten 200 Jahre in Zahlungsschwierigkeiten. Das ist auch nichts Neues. Also, Griechenland ist gescheitert, ist ja schon mal der erste Satz dieses Dreiklangs falsch. Schauen Sie sich das hier an. Das sind die Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise und 2010 der Eurokrise. Insgesamt Verlust von 20% der Wirtschaftsleistung, das ist schon, also schon bitter. Sie sehen es ja auch in Streiks, Krankenhäuser laufen nicht mehr richtig. In Thessaloniki gibt es Fälle, wo Eltern ihre Kinder in Waisenhäuser geben, weil sie es nicht mehr ernähren können. Ich habe das nicht geglaubt, beziehungsweise es hat mir ein junger Reporter, ein Ire von Russia Today erzählt, der es auch nicht geglaubt hat und der dann selber runtergeflogen ist und selber ein Feature darüber gemacht hat. Also ich habe es aus erster Hand von mir gekriegt, aus zweiter Hand sozusagen. Die Kette ist noch halbwegs überschaubar. Griechenland ist gescheitert. Griechenland ist auch ein gescheiterter Staat, da hilft auch nichts. Natürlich müssen wir da schauen, dass die auch in ihrem Staat zurande kommen. Wenn Sie überlegen, Herr Papandreou hat immer eine gute Figur gemacht, durfte auch im Bundestag reden. Herr Draghi übrigens auch. Warum nicht mal irgendjemand, der eine etwas andere Meinung vertritt? Also der Bundestag wird zum Propagandaforum. Das ist schon wirklich erstaunlich, wie weit die Oligarchie sich da mit ihren Themensetzungen und der Diskurssetzung, die Art, wie der Diskurs läuft, hineingefressen hat. So, Papandreou war Premier, hat zumindest eine gute Figur gemacht, ob er gute Arbeit gemacht hat, weiß ich nicht, aber sein Bruder fährt 3 Porsche und versteuert irgendwie 10.000 Euro im Jahr. Also irgendwie haben sie schon gewisse Arbeit ganz gut gemacht. Papa Papandreou war Premier. Opa Papandreou war Premier. Das ist die griechische Vorstellung von Demokratie. Das war einmal natürlich die Wiege,
Und wenn Helmut Schmidt sagt, die Wege, die müssen wir und so weiter und so fort, aber im Moment ist das ein failed state. Das muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht nur die Politik der Nordländer, natürlich gibt es zu jeder Medaille immer zwei Seiten. Scheitert Griechenland, scheitert der Euro. Was hat bitte schön ein Zahlungsausfall Griechenlands mit einem Scheitern des Euro zu tun? Wenn man es oft genug wiederholt, dann hängen die auf einmal zusammen. So läuft Propaganda nun mal. Das muss nicht wahr sein, man muss nur immer oft genug sagen. So, Griechenland hat, und da ist auch die Linke, bis auf die wirkliche Linke, aber selbst die ist zahm. Aber Grüne und SPD sowieso nicht, die sagen, nee, kann man auf keinen Fall machen, sind die besten Diener der Finanzoligarchie, die ich kenne, Grüne und SPD, weil sie eben einen leicht kritischen Anstrich haben und letztlich die Politik voll mitspielen. Und die Politik legitimieren. Was passiert, wenn Griechenland einen Zahlungsausfall hat? Dann haben 4 oder 5, nicht alle Grüne, aber die im Bundestag die Mehrheit. Und auch nicht alle von der SPD, aber die im Bundestag. Wollen wir mal ein bisschen einschränken. So, Griechenland hat den Zahlungsausfall. Und dann trifft es natürlich einige Banken. Klar. Aber das ist normal, wenn wir schon im marktwirtschaftlichen System sind, dann müssen bitteschön die Banken oder die Besitzer dieser Banken mit Eigenkapital haften. Das sind ja die Reichen. 70% der griechischen Staatsanleihen vor der Krise waren in Händen griechischer Banken. In wessen Händen sind denn die griechischen Banken? In den Händen der 10 Familien, die Griechenland schon seit 100 Jahren besitzen und regieren. Also ein Schuldenschnitt, den wir jetzt auch hatten, aber da komme ich noch dazu, und ein Zahlungsausfall trifft die Reichen. Er hat natürlich auch systemische Konsequenzen. Wir müssen die Banken abfedern, sodass es keine Kettenreaktion geben kann. Das war ja immer dann das Nächste. Aber Lehman war natürlich eine ganz andere Größenordnung. Lehman war völlig überraschend. Auch Lehman haben wir geschultert. In Griechenland wäre nie ein zweites Lehman passiert. Weil alle Notenbanken, alle Regierungen, alle Institutionen wissen ja, was wir machen, wenn eine Bank wieder vor dem Abgrund steht. Und dann hat dieses Griechenland 2,6% der europäischen Wirtschaftsleistung. Also ob die aus der Eurozone austreten oder nicht, ist erstmal für den Euro völlig irrelevant. Stellen Sie sich vor, Griechenland tritt aus der Eurozone aus und keiner merkt es. Was für eine Blamage für unsere Politiker. Und jetzt wollen wir uns ja, jetzt werden wir schon mit Zypern erpresst. Also Olli Rehn sagt schon, bitte ihr bösen Deutschen, Zypern. Zypern ist auch systemrelevant, wo doch extrem viel Kriminelle und Verbrechergeschäfte laufen. In der Schweiz übrigens nicht mehr. Ich bin in der Schweiz unterwegs, kenne die ganz gut. Die Schweizer sind ja, die haben das gemacht, solange das möglich war, aber mittlerweile nicht mehr. Die haben sehr starke Auflagen, werden von Amerika sehr unter Druck gesetzt. Es gibt ja viele Schweizer Banker, die dann sofort verhaftet würden, wenn sie in Amerika einreisen würden. Das ist Wirtschaftskrieg. In Delaware, Cayman, Jersey, Guernsey können den ganzen Mist weitermachen. Es ist reiner Krieg. Wer bezahlt was gegen wen? Also es geht um Verteilungs. Und die Schweiz, dieses schöne Wirtschaftsgeschäftsmodell, das wollte man doch nicht mehr haben, da macht man es lieber selber. So, aber Zypern läuft noch. Jetzt sagt Olli Rehn, auch Zypern ist systemrelevant, die müssen wir bitte schön auch retten. Und damit retten wir doch nicht uns und wir retten nicht Europa. Diese Verknüpfung Euro, Krieg, Europa und so weiter. Ein Tag Krieg ist teurer als die ganze Euro-Rettung. So, ich hoffe, ich habe Ihnen zumindest meine Sicht darlegen können, dass wir nicht den Euro gerettet haben, sondern die großen Vermögen. Wieder zum zweiten Mal nach der Finanzkrise. Ein Tag Krieg ist teurer als die ganze Euro-Rettung. Sagt Jean-Claude Juncker, der zu anderen Gelegenheiten auch schon mal gesagt hat, naja, man muss auch mal lügen, um dann die Dinge durchzubekommen. Ja. Wenn es aber nicht um Krieg und Frieden geht, also ich finde das absurd, hier in Mitteleuropa mit solchen Ängsten zu spielen. Wenn man dann andere Dinge damit durchsetzen will, dann gibt es da einen Begriff für. Der Begriff heißt Demagogie. Also in dem Fall hat er sich aus meiner Sicht demagogisch verhalten. Scheitert Griechenland, scheitert der Euro, scheitert Europa. Nein, Europa würde nicht scheitern. Ich meine, ich persönlich bin für ein Europa, das flexibel atmet. Also man könnte Griechenland austreten lassen. Wir wären nicht entbunden von der Verpflichtung, solidarisch Griechenland weiterzuhelfen.
Wenn Sie aus dem Euro-Korsett raushören, könnten Sie abwerten, Sie könnten Ihre Maßnahmen flexibler und geschmeidiger durchführen, wie Spanien, Portugal auch. Natürlich müssen wir auch dann uns überlegen, dass wir als reiche Länder da einen Ausgleich schaffen und was hinschicken. Aber bitte nicht vorher, weil jetzt das Geld, so wie wir es hinpumpen, fließt direkt in die Kassen der Superreichen, die Bürgerinnen und Bürger haben da nichts von. Das ist das Problem. Der Schwanz wird zum Mund und man wird erpressbar. Das ist das Thema mit der Eurokrise. Ja, Geldsystem. Ich weiß, es gibt hier sehr viele kritische Stimmen zum Geldsystem insgesamt. Lassen Sie mich also ein paar Bemerkungen als Ökonom machen. Ich persönlich glaube, dass wir das Zinssystem brauchen. Ich schränke das aber gleich ein. Natürlich wäre es so, wenn die Notenbanken unbegrenzt Geld drucken, was sie gerade machen, wenn sie das alles weiterlaufen lassen, dass sie genau diese exponentielle Kurve kriegen, die natürlich von Geldsystemtheoretikern zu Recht kritisiert wird. Aber wenn sie funktionierende Institutionen haben, wie es die Bundesbank über weite Strecken waren, die ihre Mission erfüllen, nämlich das Geld knapp halten, und Geld ist nicht Vermögen, Geld ist ein Tauschmittel, also Geld ist was auch immer, da kommen ganz tiefe Dinge, ob die Vermögensaufbauungsfunktion und so weiter, das haben andere Referenten wahrscheinlich sehr viel tiefer gemacht. Aber wenn Sie eine Zentralbank haben mit einer relativ konsequenten, restriktiven Politik, dann wird es natürlich in Zeiten hoher Kreditnachfrage, werden die Zinsen steigen. Dann werden auch Unternehmen pleite gehen. Da bin ich dafür. Das ist Marktwirtschaft. Natürlich müssen Unternehmen pleite gehen können. Dann wird auch Geld vernichtet. Das heißt, bei einer konsequenten Geldpolitik gibt es auch immer Geldvernichtung, nicht nur Geldschöpfung. Die Frage ist, wer kriegt die Kredite, zu welchen Konditionen, wo fließen die produktiven Ressourcen hin? Ich habe es eben schon mal gesagt, wir Deutschen sind eigentlich Sparnation Nummer 3 auf der Welt, immer noch. Unsere Ressourcen sind in Subprime geflossen, Firmenfonds, Schifffonds, solche tollen Dinge. Das ist irgendwie nicht so berauschend. Oder in Sparanlagen. Also diese Lenkung der Ressourcen, also es kommt eben darauf an, wie ich die Pipelines gestalte. Wenn ich ein funktionierendes, dezentrales Banksystem habe mit Krediten an Mittelständler, wie wir es über 150 Jahre hatten, war das wunderbar. Das wird aber im Moment eben immer weiter erschwert und das Geld fließt immer mehr zu den großen Kreditnehmern und geht immer mehr in Großkredite. Also wir schaffen Großstrukturen. Wir haben flächendeckend eigentlich eine Anti-Mittelstandspolitik und da hat sich bislang nicht viel daran geändert. Auch seit der Finanzkrise nicht. Und dann kriegen wir natürlich ungesunde Strukturen. Also es geht eher darum, wie konstruiere ich das System? Das System ist im Moment eben so konstruiert, dass das Geld gerne auch an Börsengeschäfte fließt. Da können Sie auch was ganz, Sie können die Finanztransaktionssteuer einführen, von der ich ein großer Befürworter bin. Bitte auf alles, auf Derivate, auf alle Geschäfte, auch auf den Hauskredit. Aber wenn Sie einmal im Leben für Ihren Hauskredit 0,05% Einmalgebühr als Finanztransaktionssteuer zahlen, so what? Die ganzen Computertrader werden morgen unprofitabel. Die Finanztransaktionssteuer wirkt direkt auf die Umschlagshäufigkeit, das ist der eine Faktor, und sie wirkt auf die Verschuldung. Also wenn ich mich 90% verschulde, 10% Eigenkapital habe und mache dann ein Geschäft, dann zahle ich ja die Finanztransaktionssteuer auf das ganze Geschäft. Und damit wirkt sie zehnfach auf das Eigenkapital. Also je mehr ich verschuldet bin, desto mehr Steuern zahle ich. Und je häufiger ich mein Vermögen drehe, desto mehr Steuern zahle ich. Idealer Entschleuniger. Absolut perfekt. Ja, ich war ja vor so 3 Jahren im Bundestag und habe da mich geäußert in der Anhörung. Und dann kam ja auch, naja, aber Frau Wieder, die war auch, nein, Finanztransaktionssteuer wäre nicht, aber eine Finanzaktivitätssteuer, die könnte man machen. Auch hier sehen Sie, wie die Finanzoligarchie arbeitet, mit Begriffsverdrehungen orwellscher Ausmaße. Die Finanzaktivitätssteuer besteuert nicht die Aktivitäten. Die Finanztransaktionssteuer besteuert die Aktivitäten. Die Finanzaktivitätssteuer ist eine Gewinnsteuer. Sie können vorher machen, was Sie wollen, drehen, und am Ende fällt dann die Steuer an.
Dass die macht eben genau das nicht, was die Transaktionssteuer machen soll. Oder Schäuble letztes Jahr, naja, der Finanztransaktionssteuer doch nicht, aber die Stamp Duty Tax, die können wir doch machen, wie die Engländer. Die Stamp Duty Tax ist relativ hoch auf englische Aktien. Wenn Sie diese Aktien in Derivate verpacken, dann zahlen Sie eine einmalige Exitgebühr und dann sind Sie frei von der Steuer. Die Stamp Duty Tax befördert das Derivate-Unwesen. Also so werden wirklich Begriffe, also Begriffe verdreht, verwirrt. Es wird mit so viel Suggestionen und falschen Begriffen gearbeitet, dass es schon ziemlich unerträglich ist. Wenn Sie überlegen, dass Sie 4 Finanzlobbyisten auf einen amerikanischen Kongressabgeordneten haben, dass nach 2008 ungefähr 5 Milliarden fürs Finanzlobbying ausgegeben wurden in den USA, dass es Return on Investment Kalkulationen gibt, also ich gebe jetzt 10 Millionen aus, um diesen Satz im Gesetz vielleicht in die Richtung zu verändern, was bringt mir das? Das wird ausgerechnet. So, da können wir ein paar Männlein und Weiblein hier im Moment noch nicht allzu viel dagegen machen, außer aus dieser nicht sehr schönen Tatsachen bewusst zu sein. Brüssel, die 60 Institutionen. Also die Lobbyisten sind das eine natürlich. Die Finanzmacht der großen Akteure. Den Großkonzernen macht es nichts. Die spielen selber den Kapitalmarkt. Die brauchen den Kreditmarkt nicht so. Ja, das ist die Manager Großkonzerne zu großen Finanzinstitutionen. Das ist eher eine Liga. Ja, meine Kollegen, die Ökonomen, als Priesterkaste, die das alles legitimieren. Der Markt, was ist der Markt? Ich habe Ihnen eben versucht zu sagen, wer am Finanzmarkt ist. Mir fehlt natürlich, am Finanzmarkt würde mir noch der vierte fehlen, der Verbraucher oder der Bürger. Auch so ein Thema. Da darf Frau Eigner sich mit Verbraucherschutz profilieren. Also wenn Sie 30 Seiten Aufklärung unterschreiben und dann Finanzderivate kaufen und den Berater, der es Ihnen verkaufen muss, was ihm so vorgegeben ist von seiner Firma, von seiner Bankleitung, damit kriminalisieren, haben sie auch nichts getan. Das ist auch so ein Feigenblatt, das lenkt die Aufmerksamkeit ab von den wahren Fragen. Verbraucherschutz können sie in der Form aus meiner Sicht vergessen. Da müssen harte behördliche Maßnahmen ran. Das muss von einer Fachbehörde kommen, also die das auch prüft. Wie beim TÜV. Gut, der TÜV hat, glaube ich, auch da diese Immobilienfirma geprüft, die jetzt neulich da pleite gegangen ist. Also da muss vielleicht auch noch was passieren. Aber nehmen wir mal an, wenn der TÜV ein Auto prüft, so müssen eigentlich auch die Finanzprodukte geprüft werden. So, und die Finanztransaktionssteuer würde zum Beispiel Derivate sehr viel unwirtschaftlicher machen, weil sie eben auf die ganze Summe gehen, die über die gewettet wird und nicht nur auf den Eigenkapitaleinsatz. Deswegen wehrt sich die Branche auch gegen diese Sache für Derivate. Und auch die Riester-Produkte arbeiten mit Derivaten, das müssen sie sogar in jetzigen Gesetzgebung, damit sie nicht so stark schwanken. Ist aber sehr schädlich für den Verbraucher, sehr gut für die Branche. Es gibt ganz wenige unabhängige Ökonomen. Einige davon sind hier und da gibt es vielleicht noch eine Handvoll andere. Also es ist, ich kann heute keine Jubeleien machen und keine blauen Himmel, aber wenn wir erstmal wissen, wie die Situation ist, vielleicht wird es dann auch, vielleicht ist es ein erster Schritt. Aber überlegen Sie sich, wie mein junger Freund da, der dann angefangen hat, der ist in seinem Fachgebiet drin, der forscht da hoch spezialisierte Dinge. 80% der bekannten Makroökonomen in Amerika haben schon mal einen Auftrag vom Federal Reserve gehabt. Das ist einfach, die haben Geld, das ist einfach prestigereich, so, und da gibt es dann, selbst wenn man sich nicht abspricht, was ich nicht glaube, sind alle davon überzeugt, dass sie hochwichtige Debatten führen. Aber sie kochen in der eigenen Suppe und es führt zu nichts. Also die Ökonomie als systemstützende Wissenschaft und die politischen Ökonomen, die wir früher hatten, selbst noch die Begründer der sozialen Marktwirtschaft, Röpke, Rüstow, Müller-Amack, Eucken, gibt es immer weniger. Und bei den Sozialisten gibt es das noch ein bisschen, aber auch das wird weniger. Also Systemstützung. Kollege Löhr spricht über Monopolisierung und Kartellisierung. Das
das haben wir allenthalben. Und das ist das, was die Begründer der sozialen Marktwirtschaft vermeiden wollten. Es geht immer auch um Macht, es geht um Verteilung. Ökonomie ist nicht der neutrale Markt. Es geht darum, wie gestalte ich den Markt, wie gestalte ich die Spielregeln. Und wenn ich die Spielregeln, die starken Akteure selber gestalten lasse, was heutzutage fast ungehindert geschieht, dann wissen wir, was rauskommt. Und die können auch können Monopoly spielen, das ist auch, was rauskommt am Ende. Ein solches System haben wir im Moment. Und das ist eine bewusste, wenn eine bewusste politische Entscheidung, Recht und Gesetz gegen den Markt zu setzen. Der Markt ist amoralisch. Also Märkte müssen auch bewusst unter Umständen so konstruiert werden, dass sie fair sind. Da kann man den Marktmechanismus durchaus wirken lassen. Das war zumindest das Programm der Begründer der sozialen Marktwirtschaft. Und es gab in der Mont-Pelerin Society, die also Friedman, Hayek und so weiter, gab es zu Anfang zwei Richtungen. Es gab die Ordoliberalen, Röpke-Rüste und so weiter, und es gab eben die radikalen Marktliberalen. Und als Röpke und Rüste dann gemerkt haben, wohin der Zug läuft, sind sie dann auch in den 60ern im Streit ausgeblieben. Radikalismus hat sich eben durchgesetzt. Und zwar seit Ende 70. Ich habe bei einem studierten Mann, den ich respektiere, der ein oder andere wird vielleicht eine andere Meinung über ihn haben, aber ich kann Ihnen sagen, der Mann ist ein Diener des Gemeinwohls, wie er im Buche steht. Also der hat sich wirklich, er war Fed-Chairman, hat diese Hochzinspolitik gemacht. Ich meine, sie war richtig. Er hat die Inflation damals global beendet. Kann man darüber streiten, aber sein Charakter, seine Unabhängigkeit, dass der Mann also Staatsdiener war, sein Vater war Kämmerer in einer kleinen Stadt, der hat also dieses Gemeinwohl mit der Muttermilch quasi einbezogen, da gibt es für mich keinen Zweifel dran. Ich habe Paul Volcker vor 2 Jahren mal für die Zeit interviewt und das Erste sagte, ach, ich kenne Sie noch, Sie haben aber zugenommen. Danke. So, das Zweite war, ja, da habe ich gefragt, wie war das mit diesem Neoliberalismus, Friedman? Ja, er sagt, er kannte Friedman seit den 50ern. Glänzender Redner, ich habe Friedman auch noch einmal getroffen, 88 in Japan, war ein junger Student, also ein kleines Persönchen, strahlte wirklich was aus, ja, glänzender Redner und so, aber er sagte, wir haben das am Anfang nicht so ernst genommen, wir haben nicht gedacht, wie weit diese Entwicklung sich wirklich verselbstständigen würde, also was er da so abstrakt gesagt hat, klang ja alles ganz gut, aber wir haben es nicht ernst genommen. Das von einem absoluten Insider. Öffentliche Güter, wir brauchen öffentliche Güter, wie Per Steinbrück, der sich aber, sagen wir mal, na gut, generell möchte ich mich nicht zum Wahlkampf äußern, nur zu dem Aspekt Finanzmarkt, da sucht er sich eben auch die leichten Gegner aus und die leichten Ziele und die wirklich harten Brocken, die umschifft er auch. Und damit ist es auch nicht geholfen. Aber wie er gesagt hat, ein stabiler Finanzmarkt ist ein öffentliches Gut. Brauchen wir. Das hieße aber, dass wir den Bereich des Öffentlichen, auch der Gesetzgebung, der Regulierung, der Marktordnung ganz aktiv vorantreiben. Dazu braucht es verfasste Machtkonstellationen. Ohne Macht kriegen sie in der Politik nichts hin. Bürgerbewegungen sind schnell verpufft. Das sind dann Ventile. Gucken Sie, Occupy. Ich meine, tolle Sache, viel Engagement, aber wo haben wir die Koalition, um wirklich Änderungen durchzusetzen? Das sind Bürgerinnen und Bürger, zum Teil diejenigen, die sich der Sache bewusst werden. Es sind mittelständische Unternehmer, es sind vielleicht noch einige Volksreifeisenbanken. Es sind aber demgegenüber stehen die Großkonzerne, die Finanzbranche, England, Amerika. Also das sieht nicht gut aus in dem Spiel. Die Ausgangsposition ist nicht so toll. Aber öffentliche Güter im Finanzmarkt, ganz wichtig, dass wir die durchsetzen. Eine ganz kurze Schlussbemerkung zu meiner eigenen Tätigkeit. Also nehmen wir noch eine Sache, die Ratingagenturen, auch so ein Akteur. Wenn Sie hier das schauen, die Eurozone steht gar nicht so schlecht da. Defizit 4, dieses Jahr soll sogar auf 2 sinken. Für die gesamte Eurozone. Amerika 10, dieses Jahr auf 8. Das heißt, Amerika hat das vierfach höhere Defizit Europas. Der Schuldenstand in Amerika ist mittlerweile auch über europäischem Niveau.
spricht einer von der amerikanischen Schuldenkrise. Und Failed State war es auch fast, denn vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, konnten die sich nicht über die Anhebung der Budgetgrenze einigen. Und ich meine, was da an wirklich Wahnsinnigen bei den Republikanern rumspringt, dann bin ich mal gespannt, was noch alles passiert. Sage ich als auch amerikanischer Staatsbürger, der ich seit 7 Jahren diese Staatsbürgerschaft auch habe, aber macht schon Angst. So, Schuldenstand hoch, Defizit hoch. Trotzdem spricht alles über die Euro-Krise. Naja gut, es ist wie gesagt ein interessantes Spiel. Und wenn Sie überlegen, Goldman hat damit verdient, dass Griechenland in der Eurozone reinkam. Ich habe vor ein paar Monaten einen Kollegen getroffen, der früher bei Goldman gearbeitet hat, jetzt Pensionskassen berät, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Also, der war in demselben Raum, wo diese Derivate konstruiert wurden, mit denen Griechenland seine Schulden versteckt hat. So, und weil wir jetzt Euro-Krise haben und Griechenland verscherbelt Staatsvermögen, wer verdient wieder dran? Goldman. Also volatile Finanzmärkte, die sie in einer rein kapitalmarktbasierten Ordnung auf jeden Fall bekommen, sind immer gut für die großen, schnellen Akteure und immer schlecht für die realwirtschaftlich agierenden Akteure, also Mittelständler, produzierende Bürgerinnen und Bürger. Also allein die Tatsache, dass die Märkte stark schwanken, ist ein Förderprogramm für die Finanzbranche. Und zwar für den spekulativen Teil. Da gibt es auch ein paar Verlierer. Aber es ist auf jeden Fall schlecht für den realwirtschaftlichen Teil. Und dann kam ja diese Geschichte mit den Ratings. Das ist jetzt über ein Jahr oder knappes Jahr her. Sie sehen, die italienische Schuldenkurve geht wieder nach oben. Die soll irgendwann ausgeglichen sein. Spanien geht auch steil nach oben. USA bleibt relativ niedrig. Also hohe laufende Neuverschuldung. Die Gesamtverschuldung ist etwas höher in Italien, da haben die aber auch hohes Privatvermögen, was die Amerikaner, oder Staatsvermögen, was die Amerikaner nicht mehr haben. So, trotzdem ist das Rating genau andersrum. USA 3A, Italien 2, Spanien A, mittlerweile sogar B-, also kurz vor Junk. Ratingagenturen sind Bürokratien. Die können gar nicht die Dinge richtig vorhersagen. Die machen, die stellen fest, was ist. Und wenn ich feststelle, in einem Abschwung, im Land geht es nicht besonders gut, dann steigen die Zinsen und im Land geht es noch schlechter. Ratingagenturen wirken immer zyklenverstärkend. Sie verstärken die Volatilität der Märkte. Genauso wie wenn es vorher gut geht, Subprime, Aufschwung, alles läuft, kriegt alles 3A, geht es noch weiter. Also Ratingagenturen sind sehr schädlich. Sie nehmen auch den Banken ihre eigentliche Aufgabe weg. Die eigentliche Aufgabe einer Bank ist, bitteschön, Investitionen und Finanzanlagen zu bewerten. Und jetzt machen das auf einmal drei, vor allem ein Kartell von 3 Agenturen. Es ist natürlich auch bequem für einen Finanzvorstand einer Bank, der sagt, ach, jetzt habt ihr das bewertet, brauche ich ja nicht mehr, bin ich aus dem Schneider. Also es ist nicht so, dass das, aber es ist ein System der organisierten Verantwortungslosigkeit und wir haben diese Ratingagenturen in Europa nicht gebraucht bis vor 20, 30 Jahren. Die kommen sprichwörtlich und buchstäblich aus dem Wilden Westen. Die erste ist 1840 als Spitzelbüro in Chicago gegründet worden, die Chicago Mercantile Agency. Wir hatten doch in Europa auch im 1900 eine viel höhere Rechtssicherheit, zumindest in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter, als in den USA. So, wenn in den USA irgendwo jemand seinen Laden hatte, pleite gemacht hat, der Buch oder was, ist man 500 Kilometer weitergezogen, hat das nächste gemacht. Das gab es bei uns in Europa nicht. Wir hatten andere Nachteile, aber im Großen und Ganzen war unser Wirtschaftssystem doch sehr viel ehrlicher. So, wenn Sie jetzt in Chicago oder in New York saßen und wollten in San Francisco oder San Luis investieren, weil der Staat nicht funktioniert und das Rechtssystem nicht so dolle, mussten Sie ja irgendwo sich ein Bild machen. Das ist die Geburtsstunde dieser privaten Agenturen. Und dann haben sie, weil es auch für Banken bequem ist, und immer mehr Aufgaben an sich gerissen. Und jetzt haben wir das dysfunktionale System. Die könnten wir morgen abschaffen und letztlich wäre es viel, viel besser für das Finanzsystem. Lassen Sie mich schließen mit dem, was ich mache. Bin tatsächlich auch Fondsmanager. Das Schwarze ist mein Fonds. Wie ethisch das ist, müssen Sie beurteilen. Also ich investiere in Aktien, in Anleihen. Also ich verdiene auch Geld mit Geld für meine Investoren. Bin also im System drin.
Gut, aber ich fahre auch Auto. Versuche die ganz schlimmen Sünder nicht reinzunehmen, was weiß ich, Waffenproduzenten und so weiter, aber zum Beispiel eine Ölfirma wie BP habe ich ohne Probleme gekauft. Wir nehmen das aus, ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben, oder für einen Kongress zur Wirtschaftsethik was darüber geschrieben. BP ist kein Deutsch schlechter als die anderen in der Branche. So, wenn wir die jetzt an den Tag, wir haben, waren unaufmerksam, sie haben aber keine Gesetze gebrochen. So, wenn wir die jetzt boykottieren, freut es die anderen, dann haben wir wieder kräftig Dampf abgelassen und das System läuft weiter wie bisher. So, wenn ich schon, da müsste ich konsequent sein, sage ich, kaufe kein Öl mehr, fahre kein Auto mehr und so weiter. Das ist dieselbe moralische Qualität für mich. Also, wenn wir was in der Branche ändern wollen, dann müssen wir die Auflagen, die gesetzlichen Regelungen für die Branche ändern. Und zwar für alle. Und nicht einen an den Pranger stellen und der Rest macht weiter. So, also investiere dann in Aktien, in Anleihen, relativ breit, halte die auch relativ lange, also ich habe kein Problem mit einer Finanztransaktionssteuer, würde meine Rendite minimal schmälern, aber ich mache die schnellen Geschäfte nicht. Ansonsten versuche ich mein Geschäft ordentlich zu betreiben, ja, billig zu kaufen, teuer zu verkaufen. Das Ganze wirkt auch ein bisschen stabilisierend. Also ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren angefangen, Aktien in Südeuropa zu kaufen. Das habe ich 2 Jahre lang nicht besonders erfreut. Aber jetzt so langsam macht es Spaß. Ja, also dieses antizyklische, langfristige, antizyklische Agieren ist halt auch gar nicht so einfach. Erfordert ein gewisses Maß an Nerven. Dazu noch kurz meine Börsentheorie. Die Börse funktioniert halt so, Moment. Wenn Sie den da sehen, der seinen Kunden anruft, er hat eine Aktie oder ich habe eine Aktie, die sich sehr gut entwickeln könnte. Börse lebt von Gerüchten, der nächste fragt. I've got a stock here that could really excel. Really excel? Sehr gut entwickeln. Excel? Sell? Schon verkaufen. Sie sehen, wie er wirklich, nimmt seinen Hut, bebt. This is madness, I can't take it anymore. Das ist verrückt, ich halte das hier nicht mehr aus. Goodbye. Bye. Dankeschön. Unsere Diskussion gerne einleiten mit einer praktischen Frage. Was würden Sie tun, gesetzt den Fall, Sie wären Bundeskanzler, nehmen wir mal an, Sie hätten in diesem Jahr die Wahl gewonnen, was würden Sie dann ganz praktisch machen? Mich auch zum Präsidenten der EU-Kommission und der Weltbank und dem französischen Staatspräsidenten und so, dann könnte ich was machen. Aber ich denke, wir tragen noch so tatsächlich noch ein bisschen die Last des letzten Jahrhunderts mit uns herum. Man muss auch sich eingestehen, dass es hier um einen Systemkonflikt geht. Um einen Systemkonflikt zwischen börsenorientiertem Wirtschaftssystem und kontinentaleuropäischem. Das war nicht nur das Deutsche, Österreich, Schweiz, Frankreich und so weiter. Also ich würde wirklich versuchen zu sagen, bitteschön, Deutschland, Frankreich, habe ich auf meinem Fokus eine Kolumne gehabt, Deutschland, Frankreich, rauft euch doch zusammen und es geht hier um Weltpolitik, die wir nur dann, es geht nicht von unten, von bottom up, können wir Unterstützung kriegen, aber wir brauchen eine Konstellation, eine Koalition, die weltpolitisch quasi wie im Bereich Finanztransaktionssteuern was verändern kann. Also ich würde versuchen, eine kontinentaleuropäische Koalition zu schmieden. Zur Finanztransaktionssteuer, zum Eigenkapital, die Börsenaufsicht, die Bankenaufsicht, wollen wir überlegen. Die Bankenaufsicht für die Europäische Union ist jetzt in einem Land, das den Euro nicht hat, nämlich in London. Die würde ich auch gerne mal zurückholen nach Paris oder nach Frankreich oder nach Frankfurt. Solche Sachen, da würde ich anpacken. Aber weiß ich nicht, wie lange das CIA mich dann noch weitermachen lassen würde. Nicht so. Auch keine Verschwörung, die machen das so. Mein Name ist Müller.
Ich habe eine Frage. Ich habe eine Fehlinvestition vor einigen Jahren getätigt. Ich habe ein Buch von Herrn Professor Max Otte gekauft. Sie können das jetzt wieder gut machen, weil ich habe ein Problem. Sie haben es gekauft, was ich drinstehen hatte, und das hat nicht performt. Das Problem besteht also darin, dass ich ca. 1.000 Euro im Monat an Zinsen zahle. Das sind 12.000 Euro im Jahr. Und ich habe nichts davon. Wie können Sie mich davon befreien? Ich meine, ich freue mich ja schon sehr, dass Sie wissen, was eine Exponentialfunktion ist. Oh, doch, doch, doch schon. Ja, ja, also da muss ich erst mal wissen, wofür zahlen Sie die Zinsen? Ja, das in Warenpreisen. In den Warenpreisen, selbstverständlich. Ach so, jetzt sind wir beim Thema Geldsystem. Ja. Ja, ich meine, es ist eben... Nochmal, Zinssystem ist okay, aber wir müssen als Entmonopolisieren der Anbieter, also das ist Ordnungspolitik, das habe ich eben, und die Ordnungspolitik ist komplex, aber ich muss Wettbewerb herstellen, da wird Ihnen der Kollege Löhr ja auch viel zu erzählen. Ich brauche eine vernünftige Umverteilungspolitik, also ich brauche eine solidarische Steuerpolitik, all diese Dinge, aber es sind viele, viele Einzelmaßnahmen, die, es ist nicht der eine Umbau, also nicht zum Beispiel eine negative Zinsdeckung und so weiter, was Kollegin Kennedy sagen würde, das sehe ich anders. Aber wir müssen an vielen Einzelstellen da umbauen. Das heißt, ich bleibe für die Zukunft weiter Zinssklave? Nein, wenn wir das schaffen, wenn wir die Oligopole wieder zu Märkten machen, wo also Parität zwischen Anbietern und Nachfragern ist, dann kommen sie raus aus dem System. Aber das sind viele, viele einzelne Märkte, die man sich anschauen muss und dementsprechend gesetzlich auch gestalten muss. Die nächste Frage kommt von Antje Vollmer. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage, die ist mehr ein Nebenaspekt, aber ich fand die interessant, weil es auch bei Ihnen ja auftauchte, nämlich China. Also einmal von den Daten, die Sie hatten, sind die ja noch ziemlich gut dran. Es gibt aber ja einen enormen Druck auf die Chinesen, sich dem westlich-oligarchischen System anzupassen. Ich weiß selber früher aus vielen Gesprächen, ich bin da sehr oft gewesen, dass die mal enorm interessiert waren an Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Bausparkassen und eigentlich so überhaupt das nur entwickeln wollten, dass es da aber einen richtigen Run von USA, London und so weiter, auch von der Euro-Ebene, sich doch ganz nach dem westlichen Modell zu reformieren, so wie das in Russland ja dann auch schon geklappt hätte. Wie sehen Sie das? Ist das schon entschieden? Gibt es da noch ein Widerstandspotenzial? Von wem lassen Sie sich beraten? Sind Sie da überhaupt informiert? Ja, wahrscheinlich kennen Sie China wesentlich besser als ich. Also ich meine, die chinesischen Statistiken ist ja auch so eine Sache. Persönlich würde ich das noch nicht als entschieden ansehen. Ich meine, wir sprechen immer über das chinesische Regime. Da passieren natürlich schlimme Dinge, was Menschenrechtsverletzungen angeht und so weiter. Aber auch da ist natürlich die Berichterstattung einseitig. Ich meine, die Menschenrechtsverletzungen in amerikanischen Slums, die unter dem Decknamen des Marktes, was da an Unrecht passiert. So, also ich glaube, dass, ich meine, die chinesische Kultur ist ja eine, die wird ja auch immer älter. Wir haben früher gedacht, sie sei nur so 3000 Jahre alt. Mittlerweile haben wir auch die ersten Sachen bis 6.000, 7.000 Jahre zurück, also in der nordchinesischen Hochebene, wo wir Kontinuität der Schriftzeichen haben, auch Kontinuität eines gewissen Beamtenstatus, Beamtenethos, also die Idee des Beamten, der Beamtin, die ist eine, die nicht überall in allen Kulturen und allen Systemen der Welt wirklich so präsent ist. In manchen Jahren, Deutschland, Kontinentaleuropa, China, ich finde, ein funktionierender Beamtenstand ist essentiell zur Regulierung einer Wirtschaft. Also es ist schon, sind zwei Seiten einer Medaille. Wir brauchen Markt, wir brauchen Unternehmertum, wir brauchen auch Staatsdiener im besten klassischen Sinne. Und ich meine, Maro wird viel kaputt gemacht haben von den alten Eliten, aber ich kann mir vorstellen, dass auch noch ein bisschen was übrig ist. Aber sie werden letztlich besser über dieses Land informiert sein als ich. Aber das ist einer der großen, nachdem Europa gelaufen ist, möchte ich sagen, einer der großen Fragen des 21. Jahrhunderts, wie das
weitergeht. Und ich meine, wer da territorial die aggressive Macht ist im Pazifik, das darf man auch mal hinterfragen. Also China war immerhin ein Land, das vor 400 oder 500 Jahren eine riesige Hochseeflotte hat und die irgendwann auch selber versenkt hat, weil sie gesagt haben, wir wollen das nicht mehr, wir beschränken uns auf das, was wir selber haben, auf das Reich der Mitte. Also es wird spannend und vielleicht auch ein bisschen gefährlich, was da passiert wird. Ja, mein Name ist Heine Zwerder und ich habe eine Frage, die mir bei Ihnen gefehlt hat. Das ist die Frage zum Wachstumszwang. Denn es wachsen unsere Staatsschulden in ganz Europa und das als Alternative muss dann irgendwie das Wachsen und Geld, Kapital ist Geld, das mehr werden muss, sonst ist es ein Schatz oder irgendwie dieses Problem fehlte mir, muss ich gestehen. Ja, ich habe es ja beim Zinssystem etwas angesprochen, exponentielles Wachstum der Vermögen des Geldes. Ich meine, dieser Wachstumsfetisch ist natürlich falsch und dass sich ein Wirtschaftssystem immer weiterentwickelt, das ist wohl, oder dass es sich weiterentwickeln sollte, ist wohl offensichtlich. Was das dann heißt für Wachstum in Anführungszeichen, ist die Frage. Also ich kann mir vorstellen, wir müssen schauen, wie die Statistiken gemacht werden, wie wird die Wirtschaftswachstumsstatistik gemacht, also Volkseinkommen. Die Amerikaner zum Beispiel rechnen auf das eigengenutzte Haus, rechnet die statistische Behörde eine fiktive Miete drauf, die wird dem Volkseinkommen zugeschlagen, das wäre ja auch Einkommen und so weiter. Ein Teil des Wachstums war ja auch in unseren Gesellschaften, dass wir Dinge, die früher im Haushalt quasi außerhalb der Gesamtrechnung produziert haben, jetzt mittlerweile über den Markt abrechnen und produzieren. Also das ist so ein vielschichtiges Thema, aber natürlich müssen wir materiell nicht wachsen, im Gegenteil, wenn wir materiell so weiter wachsen, dann führt es ziemlich sicher in den Untergrund, in den Abgrund. Also das ist völlig klar. Wir sind, ich weiß nicht, wie die letzten Rechnungen sind, wie viele Menschen die Erde erträgt, aber wir sind ziemlich am Limit, würde ich sagen. Und also, dass wir in dem Maße nicht Ressourcen verbrauchen können, das ist, glaube ich, eindeutig. Und aber das ist dasselbe wie mit dem Zinssystem. So ein Umbau eines Wirtschaftssystems zu einem ja, rechtlich geordneten, nicht-oligarchischen System, demokratischen System, das auch öffentliche Güter, es ist zwar auch keine Erbauungs- und Motivationsliteratur, aber Le Monde Diplomatique hat im letzten Jahr einen schönen Sonderband über das Ende der öffentlichen Güter rausgemacht. Ja, also da ist es auch 5 vor 12. Das war so, uns die öffentlichen Güter zurückerobern. Ich meine, wir können noch unendlich viel Zeit und Ressourcen letztlich theoretisch in Erziehung, in Bildung, in Kunst, Kultur stecken. Dafür brauchen sie fast nichts. Das ist also eine Frage der Umverteilung. Alles eine Frage der Umverteilung, ohne natürlich die produktiven Kräfte zu lähmen. Aber was macht heute, geht das Geld ja auch nicht zu den produktiven Kräften. Heute geht das Geld zu einer anderen Umverteilung, nämlich zu einer Umverteilung zugunsten der Finanzoligarchie, der Superreichen. Wir haben doch, ein Freund von mir sagt, wir haben einen neuen Feudalismus. Wir haben also nicht mehr den Nationalstaat, wir haben irgendwo darüber noch konkurrierende Dinge. Da gibt es eine UNO, da gibt es eine EU, da gibt es dies und jenes. Wie früher Kaiser und Papst, da gab es die Fürstentümer und dann haben wir einen neuen Adel. Also die Leute, die wirklich reich sind, das sind nicht die mit 5 Millionen, auch nicht die mit 10 Millionen, da fängt es vielleicht langsam an. Auch nicht der Mittelständler, der vielleicht mal 2, 3 auf der Kante hat. Das sind die wirklich Reichen. In New York vergleicht man sich mit Units. Wie viele Units hast du denn? So ein Unit sind 100 Millionen. So, das sind so die Maßstäbe, mit denen man sich vergleicht. Und der Münsteraner Reichtumsforscher Chris Mansky hat ja gerade ein schönes Buch geschrieben über 0,1%. Das ist der neue Adel. Der globale Adel, der so weit weg ist, der auch gar nicht mehr in Erscheinung tritt persönlich. Ackermann gehört da nicht zu. Das sind alles Funktionsträger, das sind Spitzenfunktionäre, die gehören aber nicht zum Adel selber. Ursula Frieding hat die nächste Frage. Ich habe noch mal eine Frage zu der zur sozialen Nachwirtschaft.
Da hatten Sie ja unterschieden zwischen den Ordoliberalen und den Neoliberalen und dass sich die Neoliberalen ausgerechnet in den 70er Jahren durchgesetzt haben. Und warum gerade zu diesem Zeitpunkt? Da kamen ja sozusagen die Ölmilliarden ins Land. Da hätte ich mal gerne. Was ist der Grund, dass sich gerade zu diesem Zeitpunkt die Ordoliberalen durchgesetzt haben? Die Neoliberalen. Wenn Sie jetzt Hans-Werner Sinn oder so hier hätten, dann würde ich sagen, das sind ja gar nicht die Neoliberalen. Also, der Rüsko hat sich früher selber als Neoliberaler bezeichnet, aber das ist ja die alte. Wir wissen alle, was wir meinen. Gut, von daher. Also dieser dogmatische Marktradikalismus, Friedman ist ja seit den 50ern aktiv. Es ist ja auch eine attraktive Ideologie und erstmal klingt ja gut, Freiheit und allen Wohlstand und so weiter. Und gut, das klingt ja erstmal gar nicht schlecht. Und ich meine, das ist eine lange Wirkungskette, die wird ja auch schon referiert worden sein. Dann kam eben der Zusammenbruch Bretton Woods, amerikanischer Unilateralismus, schwankende Wechselkurse, Anstieg der Inflation, da hat tatsächlich die Globalsteuerung, also diese Kritik an der Globalsteuerung, dass sie irgendwann in Schwächephasen zu höheren Ausgaben neigt und in guten Phasen die Defizite nicht mehr abbaut, da ist ja durchaus was dran. Also dass es da, dass dann die Fiskaldisziplin vielleicht in den guten Phasen nicht so war, sondern hat man Inflation, haben wir auch damals beschleunigende Rohstoffpreise gehabt, die Ölschocks. So, und dann kam ja dieses wirklich die 70er, wo also wirklich Krisenstimmung, so wie jetzt. Also es ist gar nicht so viel anders in den 70ern dieses Jahr auch. Also der Kapitalismus ist jetzt mal bald am Ende oder zumindest sehr krank. Und das war natürlich attraktive Ideologie, schwieriges Umfeld, hohe Inflation. So, und dann ist man natürlich offen für Neues. Aber dass diese Ideologie eben so mächtig wird und so den Entscheidungsprozess dominiert, das ist schon erstaunlich. Und warum gab es gerade da die hohe Inflation? Ja, wenn Sie, das ist natürlich auch für die Politik ein bequemes Ausweg. Also ich glaube nicht, dass die Inflation gesteuert wurde von 10, 20 Leuten, sondern wenn Sie Verteilungskämpfe haben, wenn also, dann sagen sie, okay, wir machen mal einen schönen Lohnabschluss, ich glaube Klunker 73 oder 74 mit den 11% im öffentlichen Dienst, was er damals hatte, so machen wir hohe Abschlüsse, tut auch gut, auf der anderen Seite kommt die Inflation da. Also das war ein Prozess, der sich in gewisser Weise selbst beschleunigt hat. Übrigens kann es durchaus sein, dass wir nie wieder so eine hohe Inflation bekommen in den Statistiken, weil wir ja nur die Güterpreisinflation messen und nicht die Assetpreisinflation, was Sie eben auch gesagt haben. Also wenn jetzt die Börsen steigen oder die Immobilien, dann ist das ja in keiner Statistik drin. Also es kann sein, dass wir auf so eine Welt bekommen, in der hier mal eine Blase hochkopft, wieder platzt, dann platzt da was, dann wird da Vermögen vernichtet. Also dass wir gar nicht mehr so diese alte 70er-Jahre-Welt in der Form wiederkriegen und trotzdem viel Vermögen vernichtet wird, mittelständisches Vermögen, Mittelschichtsvermögen. Ich habe auch noch eine Frage an Sie, mein Name ist Stamm. Sie haben einmal nur Ihren Lehrer erwähnt. Ein Lehrer zu einer Zeit, wo wahrscheinlich Hunderte an Hochschullehrern, an Universitäten Studenten ausgebildet haben der Ökonomie. Können Sie sich vorstellen, ich habe noch die Idee, dass an Universitäten der freie Geist vorherrscht, der dann konfrontiert wird mit Disziplinierung durch die Gegenwart. Aber es gibt ja in diesem Konflikt nicht unbedingt so die Regel, dass schon alle von vornherein studieren, um dann nur noch angepasst in der Ist-Zeit dann später ihr Wissen anwenden. Wo ist an den Universitären, an den Unis Ihrer Meinung nach noch ein Widerstand in der Studentenschaft zu vermuten für eine Veränderung der Zeit danach? Wie gesagt, bin ja auch an den Unis Quereinsteiger, ich war in den 90ern auch als Unternehmensberater und alles Mögliche unterwegs, bin dann in die BWL eingestiegen, das ging dann noch so und dann entwickelt man sich so weiter. Das Schlimme ist, dass wir auch bei den Unis die Ist-Zeit, wie Sie das so schön sagen, immer stärker betonen. Das Zauberwort heißt Bologna.
das zu einer Modularisierung und zu einer Durchplanung. Also die Studierenden heute sind sehr fleißig, aber sie haben kaum noch Zeit für wirklichen Diskurs. Das wird nach Punkten abgehakt. Ich empfehle Ihnen das Büchlein des Wiener Philosophen Konrad Paul Liesmann, Theorie der Unbildung. Hat ein Sätzchen drin: Im Bologna-Prozess feiert die marxische Arbeitswertlehre fröhliche Wiederauferstehung. Also man geht von der Fiktion aus, wie viele Stunden man reinsteckt an Lernzeit, so viel hat man rausbekommen. Dass das natürlich vom freien Geist, und leider ist diese Verschulung, diese komplette, ist in vielen Fächern unterwegs, also wenn Sie wirklich noch sich davon freimachen wollen, vielleicht noch bei ein paar Soziologen, also ich bin im Alumni-Verein, ich habe mehrere Lehrer gehabt, ich habe auch mehrere Fächer studiert, also mehrere VWL, Politik, Wissenschaft, so in dem Bereich habe ich mich rumgetrieben. Und mein Co-Reader meiner Doktorarbeit in Princeton war Hans Maul in Trier, ist Politikwissenschaftler, also Außenpolitik. So, und da habe ich letztes Jahr die Rede gehalten für den Alumni-Verein und habe auch im Prinzip über diese Dinge referiert und habe dann mal gesagt, Leute, also eigentlich ist es doch Aufgabe der Politikwissenschaft, dysfunktionale Systeme auch zu erkennen und vielleicht da Lösungen zu entwickeln. Ja, stimmt eigentlich. Also die sind so mittlerweile oftmals in ihren Fachfragen drin. Oder nehmen Sie Köln, mein Kollege Leithold, mit dem ich jetzt mehr Kontakt habe, das ist, der ist noch ein sehr breit aufgestellter Politikwissenschaftler, also von Griechen bis heute und so, macht ziemlich viel. Der hat seit 10 Jahren, hat er sich ein zweites Standbein aufgebaut, er malt Ölbilder, weil er es nicht mehr ausstellt. Also es ist leider, man kann es nur mit Humor tragen, aber in den Orchideenfächern vielleicht, bei den Altertumswissenschaften, aber die sind weit weg. Und also wenn Sie Köln nehmen, wir hatten früher 2 oder 3 Leute im Dekanat als Mitarbeiter, heute sitzen da 40 Controller, die aufpassen, dass alles schön industriell abläuft. So, also kein guter Prozess. Die nächste Frage hat Alvina Schreiber. Sie sagten ganz am Anfang Ihres Vortrags sehr kritisch, Sie stellen fest, ein Drängen in die Großstrukturen. Und das hat sich am Ende Ihres Vortrags auch nochmal wiederholt. Und dazwischen drin haben Sie, wie ich finde, sehr zu Recht auf die Wichtigkeit der regionalen Genossenschaftsbanken hingewiesen. Und ich möchte da fragen, ist da nicht grundsätzlich eine Problematik auch daran, dass einmal über die mehr als 60 Jahre relativ krisenfreies Wirtschaftswachstum in Europa insbesondere die Geldvermögen gewachsen sind. Diese Geldvermögen suchen nach rentabler Anlage. Die rentablen Anlagen, so, was ist hinreichend rentabel, ist aber nicht nur eine moralische, sondern auch eine funktionale Frage. Diese hinreichend rentablen Anlagen in der Realwirtschaft, die sind irgendwann abgegrast und liegt nicht an der Stelle ein systematischer Grund für die Dysfunktionalität. Also da möchte ich nachfragen. Und dann ist mir gerade eben, wie Sie noch eine internationale Problematik angeschnitten haben, der Bankor-Plan von John Maynard Keynes von Bretton Woods. Sie haben gerade das Stichwort Bretton Woods genannt. Welche Bedeutung sehen Sie da drin? Wäre der zu reaktivieren? Oder er ist ja noch nie aktiv gewesen. In Bretton Woods wurde ja was anderes gemacht, als er vorgeschlagen hat. Ja. Also, wir haben natürlich diese riesen Geldvermögen in Deutschland. Das sind zunehmend die Superreichen. Das ist aber auch die Wirtschaft, die schrumpfende. So, wenn Sie ein dezentrales System haben, das Geld liegt bei Ihrer Sparkasse, die hat Anlagerichtlinien und sie investiert, was weiß ich, 60-70% regional oder 80%, dann haben sie unter Umständen eben in einer stagnierenden Wirtschaft wie in Deutschland tatsächlich Kapitalüberangebot und dann müssten eigentlich die Mittelstandskredite sehr viel billiger werden. Genau das passiert ja nicht, weil das Geld ausfließt. Also es ist wirklich wieder nur eine Frage des Wie ich konstruiere es. Der Markt als solcher ist ja in Ordnung. Also man muss nur vernünftig gestalten. Und heute fließt halt schon viel Geld, auch der Raiffeisenbank, der Volksbank, der Sparkassen. Wenn es natürlich eine Politik gibt, die Staatsanleihen
quasi als risikofrei ansieht und subventioniert, dann kaufe ich mit dem Geld auch lieber Staatsanleihen, als dass ich es meinen. Also die Kreditnachfrage ist eigentlich, ich glaube nicht, dass die Nachfrage nach Krediten prinzipiell endlich ist. Das dreht sich schon weiter. Also da gibt's schon, aber dann müssen die Zinsen eben sinken, wenn das Überangebot da ist. Und das zweite ist der Bankor. Ja, es ist ja im Prinzip eine gemanagte internationale Währung. Also ich halte sehr viel von Keynes übrigens. Keynes war nicht der Dogmatiker, als der er verschrien wird. Keynes hat unglaublich viel richtig gesehen. Er war ein großer Pragmatiker. Er war junger Teilnehmer in der Versailler Delegation und hat gesehen, dass das in die Katastrophe läuft und hat, war 28 oder so, hat da gekündigt und ist raus. Er hat sein Buch geschrieben, The Economic Consequences of the Peace, und in 18 Sprachen auf eigene Kosten veröffentlicht. Dann hat er spekuliert gegen die D-Mark, hat sich ganz gewaltig die Finger verbrannt, weil die erstmal stieg, wie das so mit Währungsspekulationen ist. Später hat er, war großer Kritiker des Wiedereintritts Englands in den Goldstandard, was Churchill verbockt hat. Dann hat er, wie gesagt, die Finanzen von King's College als verantwortlicher Investment Officer gemacht, hat die 300% zwischen 28 und 44 für sein College verdient, also war Praktik. Er hat anders als Friedman oder Popper, die ihr ganzes Leben lang wirklich doktrinär interessant zwar, aber wirklich rein akademisch gearbeitet haben, hat er auch versucht, sich zu beweisen. Und Bretton Woods war ein Kompromiss, aber ein Bankor, da brauchen sie natürlich im Prinzip die Weltregierung, da sind wir noch ein Stückchen von weg. Also mir wäre da, mir wäre das im Moment ein bisschen zu ambitioniert. Ja, Herr Professor Odde, ich habe Ihr Buch dann sehr über den Crash des Euro in 2 Tagen durchgearbeitet, fand es sehr aufschlussreich. Also mir kommt immer wieder ins Gedächtnis, wir haben keine Alternative, sagt Frau Merkel. Wir brauchen Wachstum. Wer bestimmt das Wachstum? Wenn ich daran denke, was alles verkehrt gelaufen ist, bei einem WTO-Abkommen, das war eine Abtrennerei großen Ausmaßes, und 1971 hat sich das Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten verzehnfacht bis 1994. Und ich habe einen amerikanischen Diplomaten getroffen und habe ihm gesagt, ich habe gerade in Los Angeles gelebt zu der Zeit 2004, kurz vor 1980, als das Bretton-Woods-Abkommen gekündigt wurde von der deutschen Regierung, der Finanzminister Schiller hat gesagt, ich gebe den Kurs der deutschen Mark frei. Und dann hat sich das gezeigt, was die deutsche Mark wert ist. Und dann habe ich einen amerikanischen Diplomaten getroffen, da habe ich gesagt, also die Los Angeles Times hat geschrieben, die undankbaren Deutschen. Da habe ich den Diplomaten gefragt, wer war denn undankbar? Da habe ich, ihr wart undankbar, ihr Amerikaner. Und wer bestimmt eigentlich das Wachstum? Frau Merkel sagt, wir brauchen Wachstum, ja. Ich sehe es so, dass wir Wachstum brauchen, um die Zinsverpflichtung zu erfüllen. Denn die Rettungsschirme sind leider nichts als die Verpflichtung gegenüber den Zinsforderungen. Und ich bin der Meinung, wir brauchen eine Wachstumsdiagnose über den Großhandelsindex. Und die Zentralbanken können nicht einfach Geld drucken und dann noch Zinsen dafür verlangen. Was ist Ihre Frage? Müssten diese Gelder von der Zentralbank nicht zinslos reingegeben werden in die Wirtschaft? Und die Wirtschaft braucht ja Wachstum, wenn das Wirtschaften sich entwickelt, oder? Also zum ersten Teil des Korrefrats ja. Und zur Frage, ja, sicher. Also wenn wir nominales Wachstum haben, also wenn, wie auch immer man das berechnet, die Wirtschaftsleistung steigt, brauchen wir eine gewisse Menge mehr Umlaufmittel. Warum sollen die nicht dem Staat zufließen, selbstverständlich? Danke. Ich habe eine Frage, der Crash kommt, der kommt nicht. Wir warten alle drauf und wenn man das jetzt sieht, was mit dem leichten Geld in den ganzen Zentralbanken eigentlich passiert, die Staatsbonds aufkaufen und dann irgendwie erstmal zwischenlagern und irgendwann die Volkswirtschaften dann dafür haften, vielleicht oder auch nicht. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Also ich denke, es wird so lange gehen, bis das ganze Volksvermögen dann irgendwo privatisiert ist, das Gemeinschaftsvermögen, und dann wird irgendwie der Crash kommen. Aber wie würden Sie die Situation einschätzen in naher und etwas ferner Zukunft?
Also, ich habe zwei Szenarien. Ich bin ja auch als aktiver Investor, muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken, obwohl man immer sagen muss, man weiß und wenig man weiß. Also, es geht hier letztlich um Makrozustände in der Zukunft. Da ist die eigene Erkenntnisfähigkeit noch sehr gering. Wir können wissen, wenn das System krank ist und das System etliche Fehler hat und wo es hakt. Also das kann man ja sehen. Aber was das dann im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr ist, ist was anderes. Zwei Szenarien. Eins ist so ein, wie Sie selber sagen, wir haben so eine Unsicherheit in der Wirtschaft, auch eine Anti-Mittelstandspolitik, Anti-Mittelschichtspolitik. Das Ganze wird immer verhandelbarer, also immer mehr Vermögen geht von der Mittelschicht, auch vom öffentlichen Sektor hin zu den großen Privatvermögen. Das ist ja ein Trend, den Sie auch aufgezeigt haben. Eine Tatsache ist, dass eben in diesem Prozess Geldvermögen vernichtet wird. Also Sie fixieren alle so auf die Geldvermögen, aber die sind es nicht. Die Geldvermögen sind auch die Vermögen der deutschen Mittelschicht. Die Family Offices, die haben ihre Hedgefonds, ihre Aktien, ihre Immobilienbeteiligung, sonst was, ihre Firmenbeteiligung, die sind da nicht. Also eine Tatsache ist, dass Geldvermögen abschmilzt. Und das trifft vor allem die Mittelschicht, die vor allem im Geldvermögen ist. Lebensversicherung, Sparbrief und so weiter. Das kann auch mit so einem Prozess, wie wir ihn jetzt haben, schleichend passieren. Also auch so kommen wir zum Teil von den Schulden runter. Auf eine sehr unangenehme Art und Weise, aber ja. Aber dieses Restrisiko, dass wir also in die Deflationsspirale kommen, trotz der Niedrigzinspolitik, ich meine, das ist nicht ganz vom Tisch. Also ich kann Ihnen nicht sagen, wie groß dieses Restrisiko ist. 10%, 20%, wie auch immer. Aber es ist, also die Weltwirtschaftskrise ist nicht komplett vom Tisch. Aber mein Basisszenario wäre, dass diese Umverteilung aus der Mitte nach oben etwas geschickter abläuft. Denn so eine Wirtschaftskrise, die hat ja auch Risiken für die herrschende Schicht. Dann wird dann doch wieder reguliert unter Umständen. Also das ist vielleicht ein optimistischer Wetter. Gut, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Eine kurze Frage noch. Und aus der Tatsache, dass Sie hier heute auf unserem Kongress sprechen, hatte ich gehofft, dass Sie so ein bisschen die Krisensituation erkannt haben. Wir haben von Herrn Niegold gehört. Habe ich auch gehofft. Ja, wir haben von Herrn Niegold gehört, dass also eine Änderung dieser ganzen Problematik nicht aus demokratischen Einrichtungen, also EU und so weiter, kommen könnte, sondern. Ach, das ist eine demokratische Einrichtung, oder? Sondern es müsste also von der Wissenschaft kommen. Die sind kommen aus der Wissenschaft, aber eine Lösung dieser Probleme, habe ich aus dem, was Sie erzählt haben, konnte ich eigentlich nicht erkennen. Wo sehen Sie denn die Möglichkeit, dass dieses System, wo es uns jetzt hingeführt hat, wirklich geändert werden könnte? Formulieren Sie doch bitte mal den Begriff Wirtschaften. Was bedeutet Wirtschaften? Nur die Bereicherung einiger weniger, wie wir es jetzt haben, oder Wirtschaften für alle Menschen, die es auf dieser Welt gibt? Und ich meine, Wirtschaften, na gut, ich nehme mir das jetzt voraus, tun Sie das bitte mal. Formulieren Sie mal den Begriff Wirtschaft. Was bedeutet Wirtschaft? Danke für die Prüfungsfrage. Tue ich jetzt nicht. Nein. Ja, ich hab Ihnen die dysfunktionalen Elemente unseres Wirtschaftssystems versucht nahezubringen. Natürlich sollte Wirtschaft zunächst einmal angemessene Lebenshaltung für jeden beinhalten. Sie beinhaltet auch eine Differenzierung des ökonomischen Status bis zu einer gewissen Grenze. Also ich glaube nicht, dass es kommunistische Endzustände gibt. Aber wir brauchen eben neben dieser reinen neoliberalen Marktdominanz, vielleicht ist das die Quintessenz, und dieser einseitigen Ideologie, die quasi alle Bereiche durchzieht, mittlerweile bräuchten wir die andere, die öffentlichen Güter, dass der Staat Sinn macht, dass auch eine staatliche Bürokratie zum Ausgleich von Ungerechtigkeiten Sinn macht und das Humankapital eben nicht nur über Neoliberalismus und über freie Märkte geschaffen wird, sondern dass im Staat auch Humankapital gebunden ist, und zwar nicht wenig. Herr Otte, ich habe meinen Kindern früher beigebracht, dass die Menschen die Wirtschaft erfunden haben, um ihr Überleben auf der Erde zu sichern. Vor diesem Anspruch versagt die Wirtschaft
weitestgehend. Ich schätze an Ihnen sehr, dass Sie auch sehen, dass eben, dass es in der Wirtschaft und gerade in der Finanzwirtschaft ein leistungsloses Einkommen gibt. Ich würde gerne nochmal nachfragen, was Sie gerne gegen diese automatische Umverteilung, die einfach im System steckt, was Sie dagegen tun würden, denn es sitzen hier sehr viele sozial engagierte Menschen. Es gibt keine Pauschal- und keine Geheimrezepte. Wir haben vieles, was wir in den letzten 30 Jahren zerstört haben, müssen wir uns wieder zurückerobern. Öffentliche Güter, funktionierenden Sozialstaat, das sind viele einzelne Dinge. Aber natürlich brauchen wir einen Staat, der redistributiv ist, und zwar sowohl was die Einkommensverteilung angeht, als auch was die Allokation angeht. Also dass der Staat natürlich aus der Privatsphäre Mittel auch entnehmen kann und in die öffentliche Sphäre überführen kann, Kultur, Politik und so weiter. Aber wir müssen also im Prinzip den Trend der letzten 30 Jahre genau umkehren. Das würde mir schon reichen.